Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, sollen Windparks auf See im Jahr 2040 so viel elektrische Leistung bereitstellen wie etwa 50 große Kohlekraftwerke. Mit dem Windenergie-auf-See-Gesetz hat die Bundesregierung dafür die weiteren Rahmenbedingungen geschaffen. Im Jahr 2030 soll die Leistung auf 20 Gigawatt ansteigen, im Jahr 2040 auf 40 Gigawatt. Dafür braucht es nicht nur neue Offshore-Windparks, sondern auch neue Leitungen, die diese mit dem Übertragungsnetz verbinden, sogenannte Offshore-Netzanbindungssysteme. Diese zu planen und zu bauen, das ist Aufgabe der Übertragungsnetzbetreiber. Amprion hat den gesetzlichen Auftrag, die beiden Offshore-Netzanbindungssysteme Lamin 1 von der Nordsee bis nach Wehrendorf und Lamin 3 von der Nordsee bis nach Westerkappeln zu bauen. Die beiden geplanten Systeme sollen sowohl auf der Land- als auch auf der Seeseite größtenteils parallel zueinander verlaufen. Bei beiden Systemen kommen wir jeweils auf eine Gesamtlänge von rund 390 Kilometern, wovon bei Lamin 1 170 Kilometer auf See verlaufen und bei Lamin 3 ungefähr 160 Kilometer. Aufgrund der Übertragungslängen kommt die Gleichstromtechnik zum Einsatz. Die Windkraftanlagen selbst erzeugen jedoch Wechselstrom, weswegen wir einen Konverter benötigen, um den Wechselstrom in Gleichstrom zu wandeln. Diesen realisieren wir auf einer Plattform in der Nähe der Offshore-Windparks. Von dort aus wird der Strom dann über Seekabel bis zur Küste transportiert und dabei unterqueren wir die Insel Norderney. Von der Küste aus bis zum Netzverknüpfungspunkt erfolgt die Übertragung dann über Erdkabel. An den Netzverknüpfungspunkten in Wehrendorf bzw. Westerkappeln benötigen wir dann einen weiteren Konverter, um den Gleichstrom wieder in Wechselstrom zu wandeln und ihn in das Übertragungsnetz einzuspeisen. Von dort aus erfolgt dann die Übertragung bis zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die beiden Übertragungssysteme haben jeweils eine Leistung von 2000 Megawatt und über sie kann der Energiebedarf von bis zu 4 Millionen Menschen aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Die beiden Netzanbindungssysteme gehen in den Jahren 2031 bzw. 2033 in Betrieb. In den vergangenen Monaten hat Amprion ein kompetentes und erfahrenes Projektteam aufgebaut und es wurde mit der konkreten Projektentwicklung begonnen. So wurde beispielsweise für den landseitigen Teil der Vorhaben in Abstimmung mit den Fachbehörden ein erstes Korridornetz entwickelt. Nun folgt die Vorbereitung und die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens, in dem die Trassenkorridore im Hinblick auf ihre Raum- und Umweltverträglichkeit bewertet werden. Im Anschluss folgt das Planfeststellungsverfahren, in dem der konkrete Trassenverlauf bestimmt wird. Daran anschließend werden die Leitungen gebaut und in Betrieb genommen. Der Dialog mit den Trägern öffentlicher Belange und mit der Öffentlichkeit ist uns sehr wichtig. Von daher stehen wir Ihnen im gesamten Projektentwicklungsprozess von der Planung über die Antragstellung bis zum Abschluss der Realisierung als Ansprechpartner zur Verfügung. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.